herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Ecohof. Schön, dass du wieder dabei bist. So, wir haben, ich habe zwischen den Folgen ein bisschen rumgespielt, nochmal in den Config-Files. Vielen Dank da auch an den Dennis von Strange Loop Games, der mir da ein bisschen zur Seite gestanden hat, weil ich noch ein paar Änderungen machen musste mit den Pflanzen. Es ist halt kein, also so wie wir es im Let's Play spielen, kein Let's Play geeignetes Spiel. Da muss man so ein paar Sachen anpassen. Ich habe jetzt die Geschwindigkeit, wie Bäume nachwachsen, angepasst und zudem auch, wie schnell Pflanzen nachwachsen. Das wird natürlich jetzt nur funktionieren für Pflanzen, die schon da waren, sag ich mal. Und ja, ansonsten habe ich noch ein bisschen Holz hier rangekarrt, das sieht man hier. Und jetzt geht's halt weiter. Ich würde gerne heute erstmal so ein bisschen hier mit dem Haus rumbauen, aber ich glaube, wir sollten mal kurz gucken, können wir nicht eigentlich schon ein großes Kart bauen? Das wäre nämlich sehr praktisch. Nee, wo geht denn das jetzt? Das ist offenbar auch geändert worden, dass man das große Kart jetzt woanders bauen kann. Ja, und zwei Skillspunkte habe ich in der Zeit gesammelt und den Skill-Multiplikator, ach, der hat sie wieder zurückgestellt. Das müssen wir eben ändern, wenn ihr das selber machen wollt. Skill Rate 24. Für, also wenn ihr das alleine spielt, dann sollte das halt passen. Müsste sich dann gleich auch aktualisieren. So. Das ist einfach. Die Standardeinstellung dieses Spielstandes ist halt, dass ich mit 10 Spielern spiele und das tue ich ja nicht. Also das kann halt nicht passen. So, genau, skillen wollten wir. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir unser Haus an den Start kriegen hier. So, wir haben Ewing. Da sind wir jetzt bei maximalem Level. Wir können hier nochmal einen Perk aussuchen. Was nehmen wir denn da? Hier haben wir zum einen Frugal Workspace Ewing. Lowers the Tier Requirement of Related Tables. Tier Requirement of Related Tables. Increases the Tier Requirement of Tables, but reduces the resources needed by 10%. Ich glaube, dass wir immer mit dem Ressourcen sparen, besser fahren, weil wir ja alleine unterwegs sind, sozusagen. So, ich wollte Engineering, glaube ich, machen, damit wir mal das Road-Tool bekommen. Das war, glaube ich, das Road-Tool, ne, damit wir die Wege mal bauen können. Aber dazu müssen wir erstmal ein Research-Stable haben. Wir brauchen erstmal ein größeres Haus, damit wir überhaupt mal ein Research-Stable aufstellen können. Genau, also das ist wahrscheinlich die beste Reihenfolge, dass wir jetzt erstmal damit anfangen, unser Häuschen hier weiterzubauen. Ich hoffe, dass gleich die Skillpunkte hochspringen. Sonst muss ich. Ja, geil. Ich habe irgendwie darauf gewartet. Jetzt hänge ich fest. Ja, also ich hatte schon ein bisschen mehr Probleme mit den Cards. Ich kriege den auch jetzt, glaube ich, nicht mehr raus, oder? Ja, wir können den, glaube ich, kaputt machen mit dem Hammer und dann wieder einsam. Wie kommt man jetzt? Wie geht das nochmal mit Unterwassertauchen jetzt? Runter? Okay. Ja, weil ein Kart ist durch Luft geflogen, das konnte ich dann gar nicht zurücksetzen. Keine Ahnung, was gelandet ist. Und deswegen bin ich da jetzt auch ein bisschen vorsichtig. Ja, die geänderten Wachstumsraten werden wir übrigens erst bei neu gepflanzten Sachen dann in den Genuss kommen. Das heißt, wir müssten dann auch erstmal neu anpflanzen. So. Ja, da würde ich sagen, wir schaufeln uns hier noch ein bisschen größer. Wir haben ja jetzt ordentlich Holz. Dann müssten wir das hier nochmal so ein bisschen umbauen. Können wir denn was anderes killen, was uns hier jetzt gerade was bringt? Warte mal, was haben wir noch? Farmer. Gathering, oh. Lowers calorie cost of using related tool. Das Farming Tool, okay. Increase the tier of related tools by one. Hä? Ich glaube, ich mach mal das hier, weil ich wissen will, was das ist. So. Campfire Cooking. Da würde ich sagen, wir machen mal Hunting. Was, wenn wir da die Tiere dann erlegen wollen, zeitnah demnächst, das passt. Und Mining machen wir auch gerade. Ab und zu mal, um hier weiter zu bauen, dann macht das, glaube ich, Sinn. Und ich muss, glaube ich, einmal reloggen, damit das hier passt. Das machen wir aber gleich mal eben schnell, nach dieser Folge. Ja, ich mache mir halt, ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, dass wir hier verhungern, sozusagen. Weil
Ich habe das mal ausgerechnet. Also falls ihr euch jetzt fragt, warum hat der gerade was angepasst? Das ist doch schon was wie Cheaten. Die Bäume, die wir da oben gepflanzt haben, die würden 72 Stunden Echtzeit, also nicht Spielzeit, also hier 4 Tage im Spiel, sondern Echtzeit brauchen. Was wiederum bedeuten würde, wenn ich eine Folge ungefähr 20 Minuten lang mache, würde ich in Folge 3 mal 72... Was? Folgen müssten wir dann aufnehmen. Ich meine, das würde euch sicherlich gefallen, mir auch. Wir haben ja alle Zeit der Welt. 73 mal 3 Folgen müssten wir also aufnehmen, damit ich zum ersten Mal einen Baum sägen könnte, welchen wir selbst mal gepflanzt haben. Und vielleicht merkst du, das ist nicht ganz optimal. Das ist sozusagen ein ganz bisschen suboptimal, wie man so schön sagt. Und deswegen habe ich die halt angepasst, die Sachen. Normalerweise müssten wir das unten auch über, weiß nicht, 600 Skillpunkte und so dazu bekommen. Das hat sich aber, das aktualisiert sich offenbar erst, wenn man einmal neu eingeloggt ist. Oh, und da geht die Sonne auf. Ist das schön. So. Mal den mal dahin. Bei Unox bin ich auch, glaube ich, jetzt schon fast maxed out. Das geht also dann doch relativ zügig. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir haben ja eigentlich noch gar nichts gemacht. Wir haben ja noch nicht mal die Basic Researches sozusagen angefangen, ne, wenn du so willst. Reicht das Ding jetzt erstmal als erste Größe hier? Ich glaube, da vertut man sich immer, ne? Und ich glaube, ich sollte das hier hinten dann auch noch größer machen. Ich weiß es nicht. So, mal gucken. Ich würde dann gerne wieder unterhalb so ein kleines Lager haben, wie wir das zuletzt auch hatten. So, mal gucken, wie sich das dann ausgeht. So. So. Also würde ich fast sagen, ne, dass wir da noch eine Etage draufsetzen. Wir können aber jetzt scheinbar auch schon Blöcke bauen, die wir früher sonst nicht auf Anhieb sofort konnten. Ne? Fällt mir gerade mal so auf. Hm. Ich glaube, wir machen das mal. Wir setzen hier hinten noch was dran. Oh, war ja. Ups. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich meine, ich mag das auch so ein bisschen verwinkelt. Wir können ja hier diese Seite eigentlich noch weiter hinten rausbauen dann demnächst. Oder jetzt sofort. Hm. Und wir sollten dann in Kürze auch nochmal die Pflanzen, die wir haben gepflanzt, nochmal neu einpflanzen. Damit wir auch in den Genuss der neuen Sachen kommen. Der neuen Geschwindigkeiten sozusagen. Guck mal, machen wir jetzt erstmal einmal hier. Hier raus. So. Wir können das dann später wieder in Räume unterteilen, aber ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal einen großen Raum, weil die eine oder andere Maschine hier, die hat ja auch ein ziemlich großes Platzbedürfnis. Die braucht viel Auslauf. Dem wollen wir natürlich hier dann auch gerecht werden. Ja, ich glaube, so als erstes Räumchen hier geht das schon. Wir müssen die Maschinen hier alle auf die Seite, wenn wir die Lager hier auf der anderen Seite alle hinstellen. Sollen wir es so lassen? Wir lassen es erstmal so.
Wir bauen das ja eh noch 100 Mal an, wir kennen uns ja schon. Und dann können wir da formidabel... So, müssen wir mal wieder gucken, dass wir hier mit unserem Fenstertrick da ein paar Blöcke sparen. So. Vielleicht geht das auch gar nicht. Und deshalb funktioniert das mit dem Haus nicht. Aber wie viel Holz hier schon wieder drauf geht. Müssen wir eventuell gleich nochmal eben kurz die Säge anstellen. Bäume haben wir jetzt genug. Dann können wir hier vielleicht noch eine zweite Tür rein. Mir nicht. Machen wir mal so. So. Ja, hast du so einen Riesenberg Holz hier vor der Hütte stehen? Und zack. So schnell ist er wieder leer. Da täuscht man sich gewaltig. So. Ach so, Proteine wollen wir noch haben. Das habe ich ja jetzt, gut, jetzt habe ich den Jagdskill genommen. Aber wir haben ja auch die Fischerhütte noch, die wir ja auch noch irgendwo platzieren könnten. Und da könnten wir uns ja dann aus Fischen... Wir haben halt ein sehr unausgewogenes Nährstoffbild, wie ihr sehen könnt. Und das macht ja auch einen riesen Unterschied bei den Skills. Warte mal, springt der Skillfaktor vielleicht hoch, wenn ich was esse, mal eben kurz? Kann das sein? Lass uns mal eben ganz kurz was essen. Das könnte ja passieren. So, hier wird auch fleißig gebraten und gebacken. Hier haben wir mal leckere Tomaten. Ah, siehst du, jetzt springt der hoch. Also 608 und jetzt müssten wir eigentlich was essen, wo mehr Proteine drin sind. Aber wir haben halt nichts, ne? Und das... ist, glaube ich, also das wäre in Fischen drin. Können wir gleich die Fischerhütte, habe ich die einstecken? Die könnten wir dann gleich direkt da zum Haus stellen. Ehrlich gesagt. So, und dann natürlich dann die ganzen Wege noch bauen, die ganzen Rampen bauen, zum Wald und zurück und so weiter. Das müssen wir auch noch alles machen. Oder sagen wir mal, das dürfen wir machen. Aber jetzt brauchen wir erstmal, huch, Alter. Sag mal. Tja. Ach, der alte Mann. Und das Meer. So. Machen wir mal hier. Zack, zack. Schnell das Dach hier drauf kriegen. Die Frage, was als erstes passiert, dass wir keinen Unlocks mehr haben. Ich würde die schon gerne wieder mit dem anderen Tisch machen. Aber die Effektivität ist natürlich auch wahnsinnig jetzt, ne? Wenn du da den höchsten Skill hast, kriegst du natürlich deutlich mehr Bretter raus. Wir wollen auch irgendwann eine zweite Etage drauf bauen, denke ich mal, oder? Ja, da ist sie schon. Unsere kleine Siedlung wächst und gedeiht. Muss man sagen. Da bin ich mal sehr gespannt, was wir dann hier als nächste Schritte haben. Wir haben ja so viele Sachen, die wir dann auch erforschen und entwickeln müssen. Dazu brauchen wir natürlich auch den Tisch. Und dafür brauchen wir auch einen großen Raum. Aber es geht auch relativ schnell, dass wir dann Tier 2 Sachen brauchen. Deswegen will ich jetzt auch nicht zu große Tier 1 Gebäude bauen.
Und nein, Jump'n'Run ist nicht meins. Das hast du richtig erkannt. So. Na, ich glaube, jetzt haben wir es nicht. Und da wollen wir auch noch einen Stuhl bauen, ne? Und so Sachen. Einfach mal, um zu gucken, ob dann die Skillpunkte dann anspringen. Aber ich glaube einfach mal, das Haus war noch zu klein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und? 3, 2, 1, nix. Okay. Achso, hier ist er noch. Ah, daran kannst du natürlich liegen. Und jetzt. Oh, dann muss es auf geklemmten Territorio. Aber eigentlich nicht. Dann würde er jetzt nicht anzeigen, dass hier ein Haus ist. Siehst du? Boom Value. Volume. Oder muss das Gebiet, wo das Haus steht, wirklich geclaimed sein? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, das ist der Punkt. Dann müssen wir doch mal diese doofen Claiming fahren. Da weiß ich gar nicht, wie das ging. Ach nee, wir wollten das ja hier hin machen. Land Claim Papers. War das so? Musste man das deshalb dann so? No Furniture. Ja, liegt wahrscheinlich an dem Möbel. So, ein Stuhl. Ein Stuhl brauchen wir. Bretter, Holz. Ja, die Fasern haben wir jetzt. Dann sagen wir dem mal, er darf dieses Stockpile benutzen. So, dann braucht er noch einmal Bretter. Dann können wir hier einen Stuhl herstellen. Ja, und wie schnell das mit dem neuen Level-Dings geht, ist natürlich auch genial, ne? Ich könnte natürlich auch ein Contract-Board bauen, aber das würde mich ein bisschen traurig machen, weil mir dann nur bewusst würde, wie alleine ich hier eigentlich bin auf dieser kleinen, schnubbeligen Welt. Das ist bitter. Weißt du, er sitzt dann hier am Fenster, guckt raus und keiner ist da. So. Ja, das wird nicht als unser Haus erkannt, wahrscheinlich, weil wir das hier claimen müssen. Dann machen wir das mal eben. Die können ja hier alles claimen, ist ja eh alles unseres. So, komm mal her. Hallo? Hallo? Oh, was? Was denn jetzt? Steak? Achso, man muss jetzt diese Paper haben und damit das Werkzeug benutzen, kann das sein? Und so viele Paper, wie ich habe, so viel Land kann ich claimen, oder was? Weiß ich gar nicht. Machen wir einfach mal. Ah, das ist natürlich wieder... Ah, oh, das ist ja wieder genial hier. Genau auf der Grenze. Sheesh. Müssen wahrscheinlich alles claimen, ne? Ja, da zieht er... Sieht er? Da zieht er dann irgendwas. Ein Blatt zieht er ab. Ein Paper. Der kennt das jetzt als unser Haus... Dann hoffe ich zumindest. So, dann nehme ich an, auch da müssen wir einmal hier aktualisieren. Weiß ich aber nicht. So, die packen wir wieder hier rein. Das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Dann kriegst du dann irgendwann Tipps so, ja, du kannst auch hier 500 Stühle in dein Haus bauen. Ja. Okay. Muss dann aber, glaube ich, auch nicht sein. Real Estate Desk, Tailoring Desk, Railway Table. Den brauchen wir natürlich auch.
Aber ich wollte jetzt mal eben kurz den Forschungstisch schon mal bauen. Wo ging denn der? Latrine, natürlich. So. Carpentry. Fishery haben wir. Masonry. Research Table. Brauchen wir noch Steine? War in dem anderen Lager noch Steine? Nee, aber wir können auch Steine herstellen, ne? Stelle her, stelle Steine her. Steine her. Dann bauen wir in der Zeit mal eben die Fischerhütte auf und gucken, was die so kann. Das gibt übrigens kein Skill für Mining. Habt ihr gerade gesehen? So, also da, das ist separat. Sehr schön. Ja, hallo, kleiner Hoppelmann. Willst du mein erstes Frühstück sein? So, Fischereihütte. Da bestimmt auch wieder irgendeine Requirie. Tier 1 Raum. Mass Container 25 Volume Free. Dann stellen wir den mal hier hinten hin. So. Und dann bauen wir eine Fishing Trap. Ja, wunderbar. Das ist natürlich, hat jetzt keinen Kontakt zum Holz. Und ein so eine Falle. Da brauchen wir am besten mal zwei oder drei sofort. Weil wir wissen ja, dass das sehr, sehr langsam geht. Wenn ich gerne wissen würde, wie der Fishing Pole funktioniert, aber ich traue dem Ganzen nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. So. Ja, wir brauchen halt eine ausgewogene Ernährung, damit das mit den XP-Points zügiger vonstatten geht. So, und jetzt sollten wir eigentlich den Forschungstisch bauen können. Nein, ein Stein fehlt. Willst du mich veräppeln? Ah, Mining haben wir. Ah, wir haben ja jetzt Mining gelernt. Ich würde gerne hier vielleicht dann auch so die Mine dann reinbauen, in der Tat. Aber den Billigstein können wir doch mit der anderen Spitzhacke machen, so lange, oder? Wo ist denn die eigentlich hin? Habe ich die weggelegt oder hat die hochgelevelt? Wenn die hochgelevelt hätte, wäre das doof, weil dann braucht man nämlich jetzt Metall, um die zu verbessern. Das wäre jetzt nicht so in meinem Sinne. Mal eben mein Inventar aufräumen. Das können wir mal eben hier reintun. Das können wir hier reintun. Hier ist die andere Spitzhacke. Und schon haben wir Mining Level up. Sehr gut. Dann nehmen wir mal die Steine hier eben mit. Und die und das und das. Das Erz könnten wir natürlich auch einlagern, ne? So, ich nehme an, dass diese Mining-Level-Ups jetzt zunächst mal... Oh, Mason. Mining. Oh. Weniger Nahrungsvoll. Ja, das ist sehr gut. Was können wir denn hier wählen? Lower the Calorie Cost... Increase the tier of related tools. Ich mach das mal so. Und jetzt hat die Hacke... immer ein Level mehr. Ah, ich glaube, so funktioniert das. Okay. Also es hat jetzt schon das nächste Tier-Level erreicht. Verstehst du? Ah, ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich anders, ist wahrscheinlich Jacke wie Hose am Ende. Tja. Würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Mit unserem Forschungstisch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Projekt weiterempfehlt. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen, erholt euch gut. Also morgen eigentlich nicht, naja, übermorgen oder so.
zu finden im Sendeplan unter tv.garderobe.de. Tschüss.